Aber wenn du jetzt auch nur grinst, du pubertäre Pfeife, dann mache ich zwei bunte Flachzangenwürfel aus dir und hänge sie mir an den Rückspiegel. Was hast du dazu zu sagen? Los, mach es! Wie bitte? Haben Sie was gesagt? Willkommen zu der heutigen Vorlesung über die biomechanischen Reaktionen von Dr. Perry Cox, wenn man ihm nicht zuhört. Stufe 1, das Zähnefletschen. Schon bald danach beginnt Stufe 2, und zwar die Silbendehänung. Flachzange, mir fehlt wirklich die Zeit dazu, mich mehrfach zu wiederholen. Den Abschluss bildet die Stufe 3. Dr. Cox wird etwas versöhnlicher, aber er beharrt auf seine Autorität und benutzt zu oft das Wort so. Oh, ich hoffe, wir haben uns verstanden. So deutlich drücke ich mich selten aus. So. Und nun wird der junge Soldat für seine Tapferkeit belohnt. Es geht los. Oh, ich sag dir was, Flachzange. Wenn du mir nach Feierabend bei Mrs. Rileys Herzbeutelpunktion helfen könntest, wäre das echt prima. Mir war klar, dass das ein Friedensangebot war, aber trotzdem. Ich hab schon was vor. Und was bitte? Okay, lass dir was Glaubhaftes einfallen. Oma ist tot. Nein, 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 das geht nicht. Wenn sie nämlich wirklich stirbt, kriegst du ein schlechtes Gewissen und sie ist ja nicht mehr die Jüngste. Ich sollte sie mal anrufen. Aber dann wird sowieso nur wieder dummes Zeug gelabert. Sie könnte mich auch mal fragen, wie es mir geht. Flachzange! Meine Oma ist gestorben.